Genossen und Genossen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Noch dem ist uns nur gelungen. Unsere Position hier im Altreich. Es reicht, Genossen. Also wie gesagt, nachdem es uns nun gelungen ist, unsere Position hier im Altreich nicht nur zu stabilisieren, sondern sogar abzubauen. In manchen Altländern ist die Linke ja bereits stärkste Partei. Ist es uns nur auch gelungen, in 4 von 11 Neubundesländern in die Parlamente einzuziehen. Das trotz dieses merkwürdigen Wahlsystems nützt es Ein Unsinn! Genossinnen und Genossen. Wisst ihr eigentlich, warum wir jetzt auch in den 11 Neubundesländern gewählt werden? Genau wie die anderen. Aber wenn ich mit den Wölfen so anzähle. Der Wolf ist nicht Genossen verkehrt, der Wolf ist gar nicht verkehrt. Siehst du, dachte schon nur ich, denke so. Unser Wolf, der Wolf. Auch die Merkel, locker. Merkel. Merkst du gleich, kommt aus dem Osten, ne? Kein Vergleich mit unserem Dickster. Oh, ich hab eh gesagt, schon wieder so ein Saarländer. Klein und nibbelig. Das hab ich eh gefressen. Und da geht die Lexi davon anstecken. Ruhe jetzt, ihr verdammten Idioten. Typisch, oder? Unverkennbar Altkader, ne? Erst eine Frage stellen und dann... Denkst du zuerst offene Diskussionen? Das läuft ins offene Messer. Ja, das kann er. Gelernt. Was hab ich eben gesagt? Ruhe, Genossen! Jetzt wird er bickelig, ich wollte die Dialexis raus. Alte Frische, ne? Und dann... Selbstkritik und dann hab ich die... Produktion! Das ist ein Tor gebaut, das nennt sich Demokratie. Komm, du Demokratie. Laut sie jetzt, Genossen und Genossen. Was hab ich eben gefragt? Ich hab's gefragt. Ob ihr wisst, warum die jetzt hoch in den 11 Neubundesländern gewählt werden. Also. Also ich sage jetzt gar nichts mehr. Tut ja doch wieder nicht stimmen. Mir kannst du sagen, was du willst. Gib bloß wieder einen Eintrag. Das soll er doch, ich nicht. Und er hält sich fett raus, der Herr. Zuerst die Fragen aufwerfen und dann... Und dann kommt nicht. Du sag schon! Weil wir eine bessere politische Alternative haben, Menschenskinder. Was? Die bessere Alternative? Ja, nun freilich. Alternative? Na klar, wir haben eine Alternative, Herr Schaaf. Wir haben die Alternative. Ja, 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 man hat gesehen. Wir haben eine Alternative? Nun genau. Wozu? Nee, ich mein zu was. Nur
zum kapitalistisch-imperialistischen Gesellschaftssystem natürlich. Das wird schon seit fast 20 Jahren ertragen müssen. Tatsächlich. Und dazu haben wir eine Alternative. Ja, nur freilich. Das System hat uns doch alles genommen, was uns lieb und teuer war. Ja. Schöne Arbeit zum Beispiel. Oh. Natürlich, die schöne Arbeit. Ja, ja, stattdessen haben sie uns Chips angeboten. Das Chips. Wo wurde dann 8 Stunden am Stück? Genau. Manchmal hintereinander. Alles, was wir uns mühsam aufgebaut haben. Und unsere Mütter und Väter. Ja, die Mütter und Väter, unsere Mütter und Väter. Und die Mütter und Väter unserer 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 Mütter und Väter. Was aber so frage ich euch, hat das System eigentlich uns gebracht? Schöne Autos. Was? Schöne neue Autos. Ja, gute Autos, ja. Und schöne neue Straßen. Das ist ja wohl selbstverständlich, nicht wahr? Neue Autos, neue Straßen. Oh, und die Straßenbeleuchtung. Oh, ja, stimmt. Kannst du dich noch erinnern, was da früher für kleine Funzel? Ja, 15 Watt und die zweite war kaputt. Aber egal, war kein Mensch auf der Straße, die 3 Lokale, die abends offen haben. Also gut, Genossinnen und Genossen. Neue Autos, neue Straßenbeleuchtung, neue Lokale. Ich gebe es ja zu, das hat uns das System gebracht. Und die Sonne Luft. Nee, als zum ersten Mal die Sonne über Bitterfeld zum Sehen war. Kein Gestank mehr. Na schön, sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Und das Grün zwischen der Platte und die Bäume. Ja, 40 Jahre lang nicht. Nur den wird freiwillig gewachsen. Und die sanitären Einrichtungen. Kein Klo mehr, voll Betrippe. Und die neuen Decker. Zentralheizung. Semperoper renoviert. Frau Kirke, neu aufgebaut. Nur das versteht sich doch wohl von selber nicht, weil ich meine, wenn es im System irgendwo neu einzieht, dann muss es auch renovieren, ist doch ganz klar. Wenn du mal denkst, wie es denn vorher ausgesehen hat. Grauenvoll, wie tot. Völlig runtergekommen, keine Farbe, nirgends. Und jetzt alles zu bunt, volle Läden, Fisch, Fleisch, Gemüse, sogar Bananen kommen wir. Das würden wir wirklich sehr vermissen, wenn wir wieder dran wären. Oh, nicht zu vergessen, die Baumärkte. Und auf einem Lidl, ein Media macht mich so grün. Also. Also gut, Genossinnen und Genossen. Also, mal abgesehen von den Autos und Straßen. Im Straßenbegleitung, der Saben, der Straßenbeleuchtung, den sanitären Einrichtungen, den neuen Deckern, der Semperoper, der Frauenkirche und den diversen Märkten und Läden. Was so fragen wollte. Hat uns das System sonst noch gebraucht? Hm? Die Freiheit? Die Freiheit! Halt die Klappe durch!